Danke, Stefan, weil genau den Transistor hatte ich falsch rum eingelötet. Wenn ich den gleich richtig eingelötet hätte, hätte ich gleich sofort ein super Ergebnis. Ist echt ein toller Sender, einwandfrei. So, jetzt funktioniert der Sender. Ich habe den jetzt an das Netzteil angesteckt. Hier das Kabel Audio und Video, geht zu der Kamera, die ein Videosignal macht. Und mit dem Fernseher hier empfange ich das Bild wieder. Das Bild ist super und der Ton auch. Man merkt schon, die wird echt immer heller. Jo. Ist das sogar die lichtschwache Kamera hier? Ja. Und die Kondensatorbauteile. Ja, das Video brauche ich. Genau das Video werde ich dann senden über den Fernseher. Gehe ich mal zurück. Hier, man sieht, das Bild ist echt gut. Der Ton auch. Warte mal, den Kontrast bei dem Fernseher kann man auch noch einstellen. Ja, ist so ein LCD-Fernseher, auch von Stefan. Das Bild ist echt super, das Videobild. Ich kann mit dem dann ein bisschen rumgehen. Ein bisschen seine Leistung hat er auch. Denk mal, auf freier Fläche dürfte ziemlich weit gehen. Ja, Bild ist gut, Ton ist gut. Und das wäre der Videosender. Ja, mit 12 Volt versorgt, gut in den Fall mit 13, noch was. Ja. Okay, funktioniert. Nochmal, funktioniert. Kann an der Kamera jetzt weiterschalten. Ups. Kann an der Kamera jetzt weiterschalten. Sollte ich aufpassen, dass ich das Kabel nicht. Ja, funktioniert. Ups, die Antenne, die steht auch dahin, wo sie will. Aber super, super toll. Der eine Effekt ergibt sich, weil das ein, ja, so ein Display ist. So ein LCD-Display. Und die Kamera, mit der ich aufnehme, eine viel höhere Auflösung hat. Ja.